Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Stroll, Sebastian Vettel und Ricciardo. Perez, Albon, Sainz und Dani Quert. Norris, Gasly, Charles Leclerc und Ocon. Magnussen, Russell, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen. Latifi und Romain Grosjean befindet sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Lass uns die erste Runde voll ausnutzen. Das DRS verwenden. Slicks musst du aufpassen. Bei diesen Bedingungen ist die Ideallinie etwas rutschig. Aber bis zum Wechsel wird es noch dauern.
wird eine Weile anhalten. Manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Klar, Boxenstopp in dieser Runde. Fahr jetzt raus! Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Zu deinem Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist jetzt deaktiviert. Charles kommt für seinen Stopp rein. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, geht in Ordnung. Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,8 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,3 Sekunden.
Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Zustand. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Dir geht der Sprit aus. Versuch die Lücke zu vergrößern, aber geh kein Risiko ein. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 0,5 pro Runde. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,5 Sekunden. Vordermanns sind eine Sekunde schneller als deine.
letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Eine beeindruckende Teamleistung hat hier in der Steiermark zum Sieg geführt. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden.